Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Heute gibt es was Leckeres aus dem Ofen. Wir machen gefüllte Laugenbrötchen. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Für unsere gefüllten Laugenbrötchen sind unsere Zutaten sehr überschaubar. Wir brauchen natürlich Laugenbrötchen, die zeige ich hier gerade nicht, die backen nämlich noch. Wir haben hier 3 Scheiben Leberkäse, das sind ungefähr 400 Gramm, 20 Gramm Butter plus einen Esslöffel voll Butter, 20 Gramm Mehl, 100 Milliliter Milch, eine Porridge-Stange, 200 Milliliter Gemüsebrühe und Pfeffer und Salz. Und was wir daraus machen, zeigen wir gleich. Unseren Porree habe ich nun in Ringe geschnitten, den Leberkäse in grobe Würfel. Das Ganze wird mit etwas Öl in einer Pfanne beides zusammen angebraten. In einer Pfanne habe ich nun 2 Esslöffel Öl erhitzt. Darin wird nun unser Leberkäse und der Porree schön angebraten. In unserem verbliebenen Fett in der Pfanne erhitze ich nun die 20 Gramm Butter. Dort werde ich dann das Mehl, die 20 Gramm Mehl einrühren und mit Milch und Brühe ablöschen. Unser Mehl habe ich nun eingerührt. Nun kommt die Brühe dazu. So. Und die Milch. So. Ganze wird untergerührt, aufgekocht und dann geht es gleich mit dem Würzen weiter. Unsere Soße salze ich nun etwas und gebe auch noch Pfeffer dazu. So, Salz sollte erstmal reichen. Nehmen noch Pfeffer. So. Das Ganze unterrühren. Und dann kann auch schon unser Leberkäse und das Lauch wieder mit dazu. Leberkäse und Lauch sind nun auch in der Soße gelandet. Ich werde das Ganze jetzt unterrühren. Und dann können wir auch schon mit unseren Laugenbrötchen weitermachen. Das heißt, wir werden von den Laugenbrötchen den Deckel abschneiden, aushöhlen und dann geht es weiter. So, wie ihr seht, ich habe schon mal den Deckel abgeschnitten vom Brötchen, vorgearbeitet mit einem Messer, dass ich es aushöhlen kann. Ich lasse ungefähr 1 cm an der Seite stehen und unten auf jeden Fall auch. Ne? Damit wir, unten auf jeden Fall auch. Naja, gut, es wird noch reichen. So soll es aussehen. So verfahre ich auch mit dem zweiten Brötchen. Und dann wird gefüllt, ne? Dann wird gefüllt. So, ihr seht, ich habe unsere Brötchen in die kleinen Pfännchen getan. Ich finde das optisch sehr schön. Man kann sie ganz normal auch auf einem Brett füllen und ja, aber ich finde das halt schön. Sagt unsere Soße mit dem Porree und dem Leberkäse wird nun in die Brötchen gefüllt. Ich glaube, können wir ruhig mit Berg machen. Gibt es schon hier, da kommt ja der andere dann noch rauf, ne? So. Dann das nächste. Aus meinem Brötchenteig, ja, Laugenbrötchenteig, sind 4 Brötchen geworden. Ihr seht, ich habe diese hier ein bisschen größer gemacht, weil ich sie halt füllen wollte. Ich glaube aber, es hätte auch die ganz normale Größe vom Bäcker gereicht. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Genau. So. Ja, für unsere beiden für heute Mittag habe ich die Füllung drin. Für die anderen beiden würde die Füllung noch reichen. Also für 4 Personen habt ihr ausreichend Füllmenge. Genau. Das Ganze geht jetzt in den Backofen bei 180 Grad. Eine Viertelstunde ungefähr. Und dann kann gegessen werden. In
In einer separaten Pfanne habe ich nun den Esslöffel Butter erhitzt. Daran gebe ich nun das Innenleben unserer Laugenbrötchen. Die werden wir jetzt ein bisschen kross anbraten und dann haben wir ein Topping für unsere Brötchen. Ja, Freunde, kurzes Fazit, deftig und heftig. Also Anne sagte auch, es hätte die Größe des Brötchens gereicht, wie man sie beim Bäcker kennt. Also wir waren nach Erfüllung richtig schon satt, den Deckel noch ein bisschen gegessen und das war's. Mehr ging wirklich nicht rein. Ja, probiert's einfach aus, wenn ihr die Brötchen kleiner macht oder ihr nehmt halt gekaufte Brötchen vom Bäcker. Ja, man hätte es vielleicht auch noch mit Käse bestreuen können, bevor es in den Ofen geht. Ist uns erst später eingefallen. Müsst ihr mal ausprobieren. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts, würden wir uns sehr drüber freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid, bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Genießt den Sonntag noch. Tschüss. Kühnes Kochkanal.